Sehr ganz im nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 15 Karrieremodus mit Newcastle United, 103. Episode heute, und wir sind am Start mit ganz viel Tempo und ganz viel wenig Zeit, oder nur ganz wenig Zeit, ist glaube ich besser gesagt, aber ganz, ganz wenig Zeit heute, deswegen das Ganze sehr schnell vorgetragen. Wir spielen gegen Aston Villa und Nottingham Forest und wir müssen ein bisschen rotieren, denn wir haben natürlich ein paar Spieler in der letzten Episode spielen lassen, wie Campbell und so, die normalerweise nicht in unserer Startelf drinstehen. De Jong ebenfalls, der geht raus, dafür kommt Remy in die Startelf, und allgemein ist das heute eine Episode, die denke ich mal sehr interessant werden wird. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben, da ist eine großartige Unterstützung. Links zu Randy on Facebook, Instagram und Twitter in der Videobeschreibung. Ich muss euch ganz viel reden, habe wenig Zeit und deswegen sage ich euch, dass Niang in die Startelf kommt, und ansonsten bleibt es fast so. Sané geht noch raus dafür. Ja, kriegt, ich glaube, Laporte natürlich wieder mal seine Gelegenheit zu spielen. Altobelli geht raus, dafür kommt Stindl rein, und ansonsten, ja, bleibt das fast so. Natürlich kommt noch Chambers wieder in die Partie, und zwar für Martinez, der sich aber gut präsentiert auf rechtsverteidiger Position. Bleibt auf jeden Fall eine Alternative, wenn Jan Maat gehen sollte, und sonst sieht die Aufstellung so aus, und wir gehen ins erste Spiel dieser Episode. Ich wünsche euch viel Spaß, mir viel Erfolg und 3 Punkte, und bis gleich. Der St. James' Park mal wieder gut gefüllt, und das natürlich zu Recht, denn Newcastle United auf einer Welle des Erfolgs momentan am Schwimmen. Unbesiegt seit Ewigkeiten, und heute gegen Aston Villa sollte genau diese Serie fortgesetzt werden. Die Villains waren angereist, um Punkte mitzunehmen, aber das waren schon viele in dieser Saison und bisher hat es keiner so wirklich geschafft. Aber jeder hat natürlich das Recht, es zu versuchen. Gegen die Elf von Trainer MGT, der wieder mal eine, ja, super Mannschaft auf den Rasen schickt. Aber auch auf der anderen Seite haben wir einige gute Spieler, wie beispielsweise Gabriel Agbonlahor oder Fabian Delph, den wir gerade gesehen haben, ja, die auf jeden Fall der Defensive bzw. auch der Offensive von Newcastle Probleme bereiten können. Bei Newcastle im Tor Begovic, dahinter dann Chambers, Nastasic, Laporte und Mendy, Stindl als Sechser, Niang und Thauvin auf den Außen, vorne Cabella, Reus und Loire-Remy. Das heißt, eine sehr französische Offensive. Reus der einzige, ja, Nicht-Franzose in der Offensive der Magpies. Begovic im Kasten, momentan der beste Keeper der Welt. Das wird diskutiert, ob er Welttorhüter werden soll. Auf der anderen Seite steht Steer im Tor davor, Loughton, Senderos, Baker und Luna auf der 6, Westwood, Colback, Delph, Gardner, Muriel und Weimann bilden die Offensive, ja, Zentrale, sage ich mal. Ist natürlich in diesem Fall hier Gary Gardner, und der sollte seine Stürmerkollegen in Szene setzen. Ob das Ganze funktioniert hat, wir schauen einfach mal rein. Und es geht los mit Newcastle United und es geht los mit Marco Reus. Der versuchte nämlich hier direkt, ja, seinen Stempel auf dieses Spiel aufzudrücken. Remy mit dem Schuss, abgefälscht, abgewehrt, und Reus ist da, aber stand im Abseits in der Situation. Gut gehalten von Stier, aber nicht nötig, denn es hätte so oder so nicht gezählt. Die nächste Situation ist ja gleich wieder, dass Reus richtig gut drauf war, setzt sich hier klasse durch, und der Nationalspieler mit dem Ball in die Spitze auf Loire-Remy. Der kommt auch perfekt an. Der Franzose setzt sich klasse durch, kommt nicht zum Abschluss weggegriffen. Das war so ziemlich die größte Chance nach 22 Minuten. Dann, ja, erobert natürlich Reus hier gleich wieder den Ball. Wir sehen, der war richtig heiß auf dieses Spiel hier. Wunderbares Tackling. Allerdings brachte es nicht viel, denn Aston Villa kam danach direkt wieder nach vorne. 27. Minute, Delph auf Gardner. Und der spielt das erste Mal nach außen auf Loughton. Das erste Mal Platz für Villa in der Offensive. Und der spielt klasse auf Colback. 1:0 für Aston Villa. 28. Spielminute. Keine Chance, Begovic das Ding zu halten. Und der ehemalige Magpie macht hier das 1:0 für Aston Villa. Ist natürlich ein bisschen bitter für die Magpies, dass ausgerechnet James Colback hier jetzt trifft. Jack Colback natürlich. Allerdings war das wunderbar gespielt. Der klasse Ball von Loughton und der wunderbare Volley. Wie gesagt, keine Chance für Begovic, keine Chance für die Verteidiger. Und Newcastle wollte das nicht auf sie sitzen lassen. Niang auf Cabella, Cabella auf Stindl. Und wie gesagt, Reus wollte den Stempel aufdrücken. Zack, 1:1. 30. Minute, nur 3 Minuten später. Der Ausgleichstreffer vom deutschen Nationalspieler. Wunderbar gemacht. Klasse Ball an und Mitnahme. Die Drehung und der Abschluss mit dem schwachen linken Fuß. Aber vollkommen egal, denn es steht 1:1. Die Fans natürlich glücklich, denn Marco Reus, ja, der war richtig gut drauf, wie angemerkt, und er wollte auch direkt weitermachen und auf dieser Erfolgswelle weiter schwimmen. Das sehen wir auch direkt, denn nach dem Anschluss kommt der Ball zu Baker und der macht mit dem Ball so ein bisschen was, was man nicht machen sollte. Verliert ihn nämlich gegen Reus und der ist frei durch, frei vor dem Tor, macht er den rein? Natürlich macht er das. 2:1, 33. Spielminute. Innerhalb von 3 Minuten dreht Marco Reus im Alleingang diese Partie im St. James' Park. Natürlich der Fehler von Baker und dann kann niemand ihn mehr einholen. Keine Chance für Steer. Und der Doppelpack des Nationalspielers, wunderbar gemacht. Und es ging direkt weiter. Der hat das Blut geleckt. Der wollte mehr. Wieder Ball auf Reus. Der zieht aus der Distanz einfach mal ab. Und drin das Ding. Hattrick, 39. Spielminute. Es stand 3:1 für Newcastle United. Und Marco Reus mit seinem ersten Hattrick im Trikot der Magpies. Wunderbarer Schuss aus der Distanz. Keine Chance, diesen Ball zu halten für Stier. Wir sehen es in der Wiederholung. Der dreht sich wunderbar und genau an den Innenpfosten und er trifft das zweite Mal den linken Innenpfosten. Das zweite Mal ist der Ball drin. Hier sehen wir es nochmal. Keine Chance für den Keeper von Aston Villa, diesen Ball zu halten, und dementsprechend führte Newcastle mit 3:1. Aston Villa versuchte zurückzukommen, aber das hier war der lächerliche Kopfballversuch von Weimann und mit die größte Chance im ersten Durchgang noch. Zweiter Durchgang fängt an und Reus will direkt wieder weitermachen. Freistoß 40 Meter und gut gehalten von Stier. Der wäre sonst drin gewesen. Klasse Versuch. Wieder mal
von Marco Reus, der hier definitiv eine Man-of-the-Match-Performance ablieferte. Auf der anderen Seite wurde Sven dann gefährlicher. Der hilft mit dem Ball in die Mitte und dann ja, ist da Weimann, aber der kann den Ball nicht im Tor unterbringen. Es war Gardner in der Situation, aber Begovic ist gut da und das war ohnehin abseits. Auf der anderen Seite verlegte sich Newcastle aufs Kontern, aber das funktionierte nicht mehr so wirklich. Der eingewechselte Nightingale hier springt fair über die Grätsche hinweg. Ansonsten wäre das eventuell ein Elfmeter gewesen, aber so bleibt es beim 3:1. Auf der anderen Seite wurde es, wie gesagt, gefährlicher. Muriel kriegt hier den Ball im 16er, spielt hier nochmal in die Mitte zu Delph. Delph kommt irgendwie durch und anstatt selber zu schießen, liegt ab auf Muriel und der zieht den Ball aufs Tor, aber Begovic ist da. Warum er da selber nicht schießt, weiß der Delph wohl selber nicht, aber gut, andere Seite, wie gesagt, Konter, Reus uneigennützig, aber zu schlecht dieser Ball gespielt und Delph ist dazwischen, aber es gibt anschließend einen Eckball, weil Senderos den Ball noch entscheidend abgefälscht hatte. Ebenfalls natürlich reingebracht von Marco Reus, kommt auch gut und irgendwie kommt der Ball zu Remy Cabella und wunderbar gehalten von Stier, die größte Chance im zweiten Durchgang nach dem Freistoß von Marco Reus, aber auf der anderen Seite wurde es ja eher gefährlicher. Letzte Situation der Partie, letzter Aufreger nochmal Gardner mit dem Ball in die Spitze und da steht Westwood 3:2, nein, es war nämlich wieder abseits, gut gesehen vom Linienrichter, war auch abseits und es war wie gesagt die letzte Aktion der Partie. Newcastle gewinnt 3:1, bleibt dementsprechend Klassenprimus und steht richtig gut da. Wunderbare Performance von Marco Reus, der hier sein Team quasi zum Sieg schoss, die Fans sehr zufrieden und wenn sie so weiterspielen, da kann niemand sie stoppen. Auch Aston Villa musste heute genau diese Erfahrung machen, 3:1 für Newcastle. Ja, das war doch, denke ich mal, ein sehr, sehr gutes Ergebnis gegen Aston Villa. 3:1 Sieg können wir auf jeden Fall mitnehmen. Wir haben einen neuen Spieler aus England und das ist natürlich mal wieder Richard Wright Phillips. Wir haben immer wieder diese Nachwuchsspieler, die aber einfach nichts drauf haben, deswegen auch überhaupt nicht interessant sind. Vielversprechend heißt für mich, dass sie wirklich Talent haben und nicht so 0-15 Spieler sind und nur weil sie jung sind quasi in diesem Bericht auftauchen. Aber es ist nun mal leider so, kann man nichts gegen machen. Wir haben ein bisschen Pause, bis wir das nächste Spiel haben. Nationaltrainer auf Härte von Spanien lehnen wir natürlich aber auch ab hier, denn wir wollen uns weiter auf Newcastle konzentrieren und gehen immer weiter vor im November. Das heißt, wir haben demnächst schon wieder Transferperiode. Janmatt möchte ja wechseln, vielleicht machen wir das dann sogar und Martinez, wie gesagt, bleibt unser Rechtsverteidiger. Jetzt müssen wir erstmal fortfahren und das dauert und dauert und dauert und es gibt den Abschlussbericht zu Mohamed Yatara, den wir uns natürlich auch angucken wollen. Ist an sich ein interessanter Stürmer, wir haben zwar auf der offensiven Position relativ viele Spieler mit Ibrahimovic, mit Remy, mit Reus, mit Campbell, mit der Jose Perez, aber trotzdem kann man sich den auf jeden Fall mal angucken. Bobby Wood ist ebenfalls abgeschlossen, der Bericht, das heißt, auch den können wir uns gleich mal angucken. Das kann ich euch schon vorwegnehmen, der ist zwar vielleicht in der Nationalmannschaft ganz erfolgreich gegen Deutschland gewesen, aber hier im Karrieremodus nicht so wirklich super. Scouting-Updates haben wir auch noch, das heißt noch einiges zu tun, auch wenn die Scouting-Updates leider Gottes nicht so sonderlich stark sind. Bobby Wood auf jeden Fall hier, ja, schnell unterwegs, aber ansonsten 59 Abschluss für einen Stürmer ist natürlich ein Ausschlusskriterium. Mohamed ist dann, beziehungsweise Mohamed Yatara ist dann auch nicht so extrem stark, auch der wird von der Liste gestrichen und unsere Nachwuchsspieler sind diesen Monat leider auch nicht sonderlich gut. 68 bis 90 ist noch der Beste, da setzen wir das Scouting mal fort, aber ansonsten haben wir da nicht wirklich was Krasses dabei. Hier 64 bis 88 in Ordnung, aber nicht gut genug für unsere Jugendmannschaft, die ja sowieso viel zu krass ist für diese Welt. Wir haben da noch Jumper und Myers, die aber auch nicht interessant sind. Und dann sind wir quasi schon beim nächsten Spiel gegen Nottingham Forest am Spieltag angekommen und müssen unsere Elf ein bisschen ändern, beziehungsweise werden sie ein bisschen ändern. Ich bin nur auf einer Position, das war linkes Mittelfeld. Da wird nämlich Draxler jetzt spielen in der heutigen Partie für Thauvin. Und ich sehe gerade, es war nicht die einzige Änderung. Ups, naja, ist vollkommen egal. Sané spielt für Nastasic, was aber nicht so eine große Änderung ist. Von daher passt das auf jeden Fall. Und ja, ich bin mal sehr gespannt, was Draxler so machen wird für Thauvin. Ist ein interessanter Wechsel. Beide sind sehr stark, beide sind jung, beide sind talentiert und beide haben theoretisch die Fähigkeit, das Spiel zu entscheiden. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns gleich wieder. Nach dem souveränen 3:1 Sieg gegen Aston Villa war Newcastle heute zu Gast im Forest Park Stadium. Gegen Nottingham Forest ging es gegen den Aufsteiger und die waren natürlich motiviert bis in die Haarspitzen, hatten nichts zu verlieren und gerade deswegen, sagte Trainer MGT, könnte das hier eine richtig schwere Aufgabe für sein Team werden. Das allerdings genauso aussah wie ja gegen Aston Villa mit einer Änderung. Dazu kommen wir gleich. Zunächst einmal gucken wir auf das Team von Nottingham Forest, unter anderem mit Antonio Rüdiger, Leihspieler von Newcastle United. Der war natürlich besonders motiviert, gegen seine ehemaligen Kollegen hier anzutreten. Laporte auf der anderen Seite der Abwehrchef. Allerdings gucken wir auf dessen Aufstellung gleich. Zunächst einmal im Tor De Vrij, wie wir hier schon sehen können bei Nottingham Forest. Davor liegt Chai, Mencien, Rüdiger und Fox. In der Defensive Antonio Osborne, Lansbury, Patterson. Im Mittelfeld auf der falschen 9 mehr oder weniger Majewski. Und im Sturm Brit Assombalonga. Der sollte für Gefahr sorgen vor dem Tor von Begovic, wie so viele Stürmer schon in der Saison. Allerdings sind die also ziemlich unbesiegbar. Mal sehen, wie das heute laufen sollte. Begovic, wie wir hier sehen können, im Tor davor, wie bereits angesprochen, Laporte, Sané, Chambers und Mendy. In der Defensive Stindl, Young, Draxler, Cabella im Mittelfeld. Draxler die einzige Neuerung im System von MGT. Reus und Remy bildeten wieder die Doppelspitze auf der Bank. Thauvin, der rausrotiert war für eben Draxler und auch Zlatan Ibrahimovic, saß mal wieder ja, in der Reserve, konnte also eingewechselt werden. Die erste Aktion hat allerdings gleich Newcastle, das heißt, es ging gleich wieder gut los. Draxler mit der guten Balleroberung und den Ball in die Spitze. Remy auf Cabella, Cabella auf Reus, direkt gespielt, 3 Minuten rum und der Außenverteidiger, der Außenpfosten rettet hier vor dem Außenstürmer. Normalerweise ist er ja Flügelspieler. Momentan in der Sturmspitze macht das auch richtig gut, allerdings scheiterte hier am Pfosten. Auf der anderen Seite gab es die erste
erste Chance nach knapp 16 Minuten. Flanke von Pettersen, da ist Majewski, kommt aber nicht so wirklich zum Abschluss. Deswegen war das die erste Offensivaktion, die ein bisschen interessanter war bei Newcastle. In der Defensive ging nicht viel bis zu diesem Zeitpunkt. Sie mussten nicht viel machen. Dann Osborne mit dem Ball in die Spitze, tänzelt ein bisschen rum am 16er. Asson Balonga kriegt den Ball, spielt den nach vorne in die Spitze. Und Antonio mit der größten Chance bis zu diesem Zeitpunkt für Nottingham Forest vergibt aber diese Riesenchance. Auf der anderen Seite ging es auch gut weiter. Der gute Pass auf Reus und wunderbar pariert von Osborne, beziehungsweise von De Vries. Osborne grätscht den Ball im Endeffekt weg und die Szene wird geklärt. Es war also sehr interessant. Chancen auf beiden Seiten und die Szene hier war noch nicht vorbei. Cabella nochmal mit der Hacke auf Marco Reus. Wunderbar gespielt. Reus versucht mit links, wieder gehalten von De Vries und im Endeffekt geklärt von DJ. Das war richtig gefährlich in der Situation, aber es blieb beim 0:0. Dann kam wieder mal Nottingham Forest nach vorne, wieder Britt Asamoah Longa auf Lansbury und knapp am Tor vorbei. Das war ja wieder mal eine richtig gute Chance für Nottingham Forest. Danach gab es einen Bruch im Spiel von Newcastle, denn Stindl musste nach dieser Aktion den Verletz runter. Ellenbogenfraktur, fällt wohl 2 Monate aus. Sehr bitter. Und es musste dann Monane kommen und es kam ein Fehler in der Defensive. Antonio mit der Flanke nach vorne auf Majewski. Da ist Pettersen. 1:0 für Nottingham. Jetzt explodierte die Bude hier. Das Forest Park Stadium war richtig aus dem Häuschen und das zu Recht, denn das war ein wunderbar vorgetragener Angriff von dem Aufsteiger und es steht 1:0 gegen den Tabellenführer. Das war so nicht geplant und nicht erwartet. Antonio mit dem guten Ball nach vorne, Majewski legt quer, Pettersen und Begovic spekuliert, dass er eine lange Ecke schießt. Macht er nicht, er schießt direkt in die Mitte und dementsprechend 1:0. Auf der anderen Seite versuchte Newcastle zu antworten. Reus gegen den Außenpfosten zum zweiten Mal in der Partie. 4 Minuten Nachspielzeit waren angezeigt, das war die letzte Aktion der ersten Halbzeit. Es blieb beim 1:0, das heißt, der Außenseiter, der krasse Außenseiter führte hier. Sie spielten, als hätten sie nichts zu verlieren und sie spielten das erfolgreich. Remy, Cabella und so weiter und so fort noch nicht richtig im Spiel. Der Einzige in der Offensive war Reus und der musste in der zweiten Halbzeit direkt einen Eckball schlagen. 51. Minute, Sané mit dem Kopfball abgefälscht. Es gibt nochmal einen Versuch für Marco Reus, die Ecke gefährlich reinzubringen und das könnte natürlich jetzt funktionieren. Gerade eben war Sané dran, vielleicht ja diesmal auch Marco Reus. Wieder mit der Flanke in die Mitte, weggefaustet von De Vries, aber direkt auf den Fuß von Julian Draxler. 1:1, 53. Minute. Der einzige Neuzugang in der Startelf war natürlich direkt da und macht hier das 1:1 Ausgleichstor. Natürlich Neuzugang insofern, dass er neu in die Mannschaft rotiert war. Klasse Schuss von Draxler. Niemand kann diesen Ball halten. De Vries kommt nicht dran, auf der Spieler auf der Linie nicht. Und Nottingham versuchte trotzdem gleich zu antworten. 1:1 war natürlich trotzdem noch gut. Majewski frei, ja, beim Kopfball. Und trotzdem macht er nicht das 2:1 für den Aufsteiger. Auf der anderen Seite gab es auch große Chancen. Niang hier geht über außen, die Flanke in die Mitte auf Reus. Komplett frei, musste ihn nur einköpfen, köpft daneben. Glück in der Situation für De Vries, der da chancenlos gewesen wäre. Aber so bleibt es halt beim 1:1. Trotzdem versuchte Newcastle jetzt wieder mehr. Ihn fiel aber nicht wirklich was ein. Reus mal aus der Distanz, wenig gefährlich. An mehr passierte nicht mehr. Auch Ibrahimovic mittlerweile eingewechselt, konnte nicht mehr wirklich was bewirken. Hier mal am Ball, versuchte nochmal weiterzulegen auf Marco Reus. Das Ganze funktioniert aber nur so halb, denn der Ball kommt zu Remy, abgefälscht von Mancien. Die warfen alles rein und im Endeffekt war das die letzte Aktion. Nottingham Forest mit viel Kampf schafft es tatsächlich, einen Punkt zu ergattern gegen Newcastle United. Der Favorit dementsprechend nicht mit einem Dreier, lässt wieder ein bisschen federn oben. Das heißt, der Vorsprung wird nicht ausgebaut. Sie müssen sich wieder mehr ranklotzen. Trotzdem eine starke Vorstellung von beiden Mannschaften. Sehr interessantes Spiel im Forest Park Stadium. Endet 1:1 zwischen Newcastle und Nottingham Forest. Das Spiel entschieden hat er nicht, aber immerhin hat er das Spiel quasi gerettet für uns. Das 1:1, der Punkt ist jetzt nicht so ideal gegen Nottingham Forest. Allerdings sieht das, denke ich mal, noch ganz okay aus. Nächste Episode geht es dann weiter gegen Inter Mailand, das heißt in der Champions League. Spieler verletzt übrigens Lars Stindl, wie bereits im Commentary gerade gesagt, fällt 2 Monate aus. Richtig bitter, aber das ist natürlich die Chance für Sippel, sich wieder zu präsentieren. Vielleicht kriegen wir doch irgendwann noch unsere 72 Millionen für den. Irgendwann hat Real das, glaube ich, doch mal geboten, oder? Ich hoffe, dass ich den noch richtig gut entwickeln kann. Und das habe ich in letzter Zeit zu wenig gemacht, deswegen wird er jetzt wieder in der Startelf stehen. Geist rückt auf die Reserve und das war's dann, wie gesagt, von dieser Episode. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ihr lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein. Genießt das Wetter. Und ciao.